ich bin wieder im Gym. Hallo liebe Tiersportfreunde, ich bin Lisa, Tiersportathlet und Coach und ich nehme dich heute mit in einen Gym Day. 9 Wochen Post-OP nach einem Achillessehnenabriss. Leider habe ich natürlich noch nicht meine volle Beweglichkeit zurück, aber wir schauen einfach mal, was geht. Meine Achillessehne ist leider ein bisschen dick geworden gestern, weil ich auch gestern dann abends noch ein bisschen zu enge Socken anhatte und das war dann irgendwie nicht so gut. Dann haben wir halt im Restaurant viel gesessen und sowas. Dann habe ich mir überlegt, heute mache ich auf jeden Fall kein Wadenheben und nichts für die Beine in dem Sinne, was halt den Fuß beansprucht. Aber ein bisschen was muss auf jeden Fall sein. Bewegen tut gut und deswegen bin ich heute das 4. Mal diese Woche im Gym. Mein aktueller Trainingsplan ist quasi ein Ganzkörperplan und ich versuche jede Woche ein kleines bisschen entweder bei den Gewichten oder bei den Übungen zu steigern, sodass es immer ein bisschen komplexer wird, schwieriger wird und der Körper sich langsam wieder an die Belastung gewöhnt. In meiner normalen Cheerzeit und wenn ich arbeiten gehe, dann gehe ich eigentlich schon so 2, 3 bis 4 Mal die Woche ins Gym, ganz normal, und aktuell habe ich ja einfach ein bisschen mehr Zeit und versuche mich viel in Bewegung zu halten, weil ich ja die Bewegung auf der Arbeit nicht habe, weil ich einfach noch nicht wirklich gut gehen kann. Ich gehe so ein bisschen wie ein Pirat. Aber es muss natürlich trotzdem sein, dass man einfach alle Muskeln weiter benutzt und bewegt. Und deswegen ist Gymtime mit Kai angesagt heute. Wir haben angefangen mit ein paar Rückenübungen. Einmal haben wir Rudern im Sitzen gemacht und dann haben wir das quasi gesupersettet mit einarmigem Rudern von oben. Das eine ein bisschen mehr für den mittleren Rücken, das andere für den Lat. Und von diesen Perspektiven sieht man wunderbar diese ganze Ansteuerung. Ich versuche in den Muskel reinzugehen, einfach damit das alles wach bleibt und aktiv und vor allen Dingen meine Schultern stabilisiert. Klimmzüge habe ich heute nicht gemacht, die mache ich eigentlich auch ganz gerne, aber die kommen dann eben beim nächsten Mal wieder dran. Weil ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit habe und häufiger gehe und immer ein Ganzkörpertraining mache, kann ich immer wieder verschiedene Übungen einbauen und versuchen eben alles einmal abzudecken. In der Regel mache ich es in den Übungen so, dass ich von Satz zu Satz immer das Gewicht steigere und von 12 bis 10 auf 8 Wiederholungen runtergehe. Viel schwerer ist das Training aktuell auch nicht von der Last her, einfach weil meine Gelenke die Belastung noch nicht wieder richtig gewöhnt sind und ich das auch einfach nicht übertreiben möchte. Für Muskelkater reicht es auf jeden Fall allemal. Ein kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Pro-Tipp: Wenn du wieder einsteigst ins Training, entweder nach Krankheit oder Verletzung, bitte, bitte nutz nicht dein altes Gewicht, mit dem du aufgehört hast im Gym. Starte einfach ein bisschen weniger, gib dir Zeit, gib deinem Körper Zeit, weil nur weil deine Muskeln das vielleicht in diesem Satz hinbekommen würden, heißt das nicht, dass sich deine Gelenke über diese neue Belastung freuen, weil die sind das auf jeden Fall nicht mehr gewöhnt. Also lass das Ego zu Hause und nimm einfach ein kleines bisschen weniger Gewicht. Konzentriere dich lieber auf dein Muskelgefühl und darauf, einfach wieder den Zielmuskel zu durchbluten. Das ist erstmal viel wichtiger, als diese endlos hohe Last zu bewegen, die du vorher bewegt hast. Allgemein versuche ich in diesen Ganzkörper-Sessions zum Wiedereinkommen auf folgende Dinge zu achten. Ich möchte alle Muskelgruppen abdecken, das heißt jetzt in dem Fall zum Beispiel haben wir 2 Rückenübungen gemacht. Ein Zug von oben und einer von vorne. Einmal einarmig und einmal beidarmig. Wenn du weißt, dass du zum Beispiel eine Seitendifferenz hast, weil dein linker Arm vielleicht etwas schwächer ist als der rechte oder andersrum, dann versuch auch hier mit einarmigen Übungen zu arbeiten. Diese Phase ist wunderbar, um genau diese Sachen auszugleichen. Dann haben wir weitergemacht mit einer Druckübung für den Oberkörper. Entweder Schulterdrücken, Bankdrücken oder in diesem Fall haben wir Schrägbankdrücken gemacht. Und Lisa, wie war der Satz? Nicht so nice? Super? Ich hasse das, wenn ich einen tiefen Kopf habe, lege ich immer auf den Kopf. Ah, das so fuckt ab. Was möchtest du deinen Fans sagen? Geht ins Gym. Egal wer du bist, egal was du tust, geht ins Gym. Es geht doch nichts über eine gute Gym-Session mit guten Freunden. By the way, ein weiterer Trick in diesen Gym-Sessions für mich ist, die Dinge zu supersetten. Das heißt, wir hängen immer 2 Übungen direkt hintereinander. Und das fördert nicht nur dein Herz-Kreislauf-System, weil dein Puls gar nicht mehr richtig runtergeht, sondern eben auch einfach die Effizienz. Wir sind nämlich viel schneller und können uns dann direkt abwechseln in den Übungen. In diesem Fall haben wir eben eine Druckübung verbunden mit einer Zugübung. Puls gar nicht so hoch, das stimmt nicht. Puls tot. Dein Haar. Als nächstes ging es für uns an die Beinpresse. Da ich noch keine Kniebeugen machen kann, ist das jetzt gerade meine beste Alternative. Hier arbeite ich auch wieder einbeinig, weil natürlich die rechte Seite deutlich, deutlich schwächer ist als die linke. Außerdem habe ich noch das Problem, dass ich ein bisschen Knieschmerzen habe, weil mein Bein die Belastung nicht mehr gewöhnt ist und natürlich auch dieses rechte Knie das ist, was vor 10 Jahren schon mal kaputt war. Besonders wichtig nach Verletzungen ist es, dass man die Seite, die eben schwächer ist, zuerst trainiert und die das Ganze ein bisschen vorgibt. Weil wenn ich jetzt die linke Seite einfach maßlos weiter trainiere, dann wird die natürlich immer stärker, aber die rechte kommt einfach nicht mehr hinterher. Deswegen versuche ich, die linke weitestgehend zu erhalten und mit der rechten eben langsam zu steigern.
Außerdem ist natürlich wichtig, immer mit deinem Physio und deinem Arzt abzusprechen, wie weit du in deiner Reha bist und welche Übungen du überhaupt schon machen darfst. Jede Regeneration ist anders und auch jede Reha läuft unterschiedlich ab, deswegen ganz wichtig, dort immer Rücksprache zu halten. Die Seite dann so voll einfach. Lightweight Baby. Ganz wichtig, immer darauf zu achten, dass das Gerät eingerastet ist. Don't be angry, Lisa. Nee, dass es nicht eingerastet ist. Schlechte Qualität. Zum krönenden Abschluss haben wir dann noch ein Bauchworkout gemacht. Das bestand aus 15 Klappmessern und dann 30 Sekunden Plank. Das haben wir für 5 Runden gemacht. Also ich auf jeden Fall. Ich finde ja, ein guter Core ist so wichtig, vor allen Dingen im Cheer. Egal, ob es fürs Tummeln oder fürs Stunten ist, es wird dir auf jeden Fall helfen und auch deinen Rücken schützen. Ich mag es, jedes Training ein anderes Bauchworkout zu machen, aber ich meine, das ist ja auch irgendwo mein Job, deswegen es ist vollkommen okay, wenn du dir einfach eine feste Routine aufbaust und die langsam steigerst. Du musst nicht jede Woche etwas Neues machen. Mir wird aber persönlich schnell langweilig und ich mag einfach die Abwechslung. Ich möchte nicht sterben. Nicht heute. Komm. Danach fühlst du dich gut, junger Gott. Wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu motivieren, dann schnapp dir doch einfach irgendeinen Freund oder eine Freundin und geht zusammen ins Gym, zieht zusammen durch, macht einen Plan und greift das an. Ihr habt doch bestimmt Leute im Freundeskreis, die auch gerne ins Gym gehen und die euch da ein bisschen pushen können. Gegenseitig einfach motivieren, das hilft wirklich sehr. Ich persönlich gehe auch sehr gerne mit Freunden trainieren, weil es mich nochmal dazu antreibt, mehr außerhalb meiner Komfortzone zu arbeiten. So, wir haben es jetzt endlich geschafft für heute und ich muss sagen, wie immer, nach dem Workout fühlt man sich einfach so, so gut, deswegen auch hier nochmal dein Appell. Nach dem Gym fühlst du dich besser, es ist super für deinen Kopf, du kannst deinen Kopf frei machen, du weißt, du hast etwas für dich, für deinen Körper getan und das kann dir niemand mehr nehmen. Damit dein Körper die gesetzten Reize aus dem Training auch umsetzen kann, ist es jetzt besonders wichtig, Eiweiß zu essen und generell genügend Nahrung aufzunehmen, damit der Körper auch gut regenerieren und arbeiten kann, denn die Muskeln wachsen in der Pause. In meinem Shake war heute veganes Eiweißpulver mit dem Geschmack Haselnuss, dann ein Löffel Erdnussbutter und eine Banane. Manchmal tue ich auch noch Leinsamen dazu, einfach was ich gerade so da habe und worauf ich Lust habe. So, endlich fertig. Das Training mit Lisa war sehr gut. Ich bin am Arsch. Dann haben wir alles richtig gemacht. Top. Dann Abfahrt nach Hause und essen. Ich muss ihn nicht nur da haben, sondern auch da. Ah, sehr nice. Falscher Pinfot. Ja, ich laufe immer noch wie ein Spasti. Es ist einfach richtig mies am Pissen. Richtig guter Sommer wieder. Gott sei Dank haben wir direkt hier vorne geparkt. Das war unsere wundervolle Gym-Session, die ihr hier verfolgen konntet. Und ja, es ist am Regnen, wir fahren jetzt nach Hause und dann gibt es was zu essen. Es ist jetzt knapp 9 Wochen Post-OP, das heißt, ja, ich kann eigentlich schon wieder sehr viel machen, aber da ich jetzt angefangen habe, ohne den Boot zu trainieren, ist es halt leider wieder ein kleiner Schritt zurück. Aber gleichzeitig auch ein Schritt nach vorne, deswegen man muss es positiv sehen. Ich war diese Woche 4-mal im Gym, also auch meine Regeneration kommt wieder viel besser hinterher. Und man kann auch die Gewichte überall wieder steigern, das ist ziemlich cool. Und ich hoffe einfach, dass jetzt auch die Mobilität langsam mitgeht und ich dann auch langsam, aber sicher wieder alles machen kann. Weil Cheer wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, aber Gym bleibt wie immer bestehen und das ist natürlich immer schön. Das war's von mir für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Video.